Hey Leute, Martin hier. Willkommen zu einem, ja, ganz speziellen Video. Zuallererst möchte ich mich mal wieder bei euch entschuldigen, das ist ja mittlerweile Standard geworden. Ich fange ein Projekt an, mache ein paar Videos davon und dann bin ich für ein paar Monate, paar Wochen, paar Monate, paar Jahre verschwunden. Obwohl Jahre war ich noch nie weg. Ich war immer mal ein paar Monate weg und war dann wieder zurück. Ja, dafür möchte ich mich entschuldigen, dass das so ist. Weil es immer mal so ganz viel dazwischen kommt und zurzeit das bei mir das Let's Playen nicht so möglich ist. Ich will gerne weiter Let's Playen, aber im Moment geht das nicht so gut. Aber ich werde es demnächst wieder aufgreifen. Also keine Angst, ich komme zurück. Und dann möchte ich, da kriege ich schon irgendwie einen Zeitplan rein, regelmäßig Let's Playen, ohne dass ich... Ich möchte ein paar Projekte hintereinander mal durchbekommen, ohne zwischendurch monatelang Pause zu machen. Ich möchte qualitativ hochwertige Videos auf meinem Kanal präsentieren. Ich möchte Außergewöhnliches präsentieren. Ich möchte Projekte, die schon zuhauf gemacht wurden, anders präsentieren, damit sie ein bisschen herausstechen. Ich möchte mir sehr viel Mühe mit diesem Kanal geben. Das tue ich schon seit fast 3 Jahren. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und ich versuche da weiter mich zu verbessern. Ja. So viel dazu. Also Entschuldigung nochmal für die ganze Geschichte. La Mulana geht bald weiter, das verspreche ich euch. Kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Grund dieses Videos. Darauf hat mich der Rainer Schauder gebracht. Denn der hat eine Videoantwort gepostet auf den Yeti-Win, den ich vorher noch gar nicht so kannte. Aber dieser Yeti-Win hatte eine sehr gute Idee. Er hat die Liste mit den meistverkauften... oder mit den besten Spieleserien oder so. Da gibt es irgendwie eine Liste, die irgendjemand mal erstellt hat. Ich weiß nicht genau, wie und wo. Da müsstet ihr mal auf Yetiwins Video gehen, um das zu sehen. Und das ist ja sehr leicht, es rauszufinden. Denn dieses Video wird ja auch eine Videoantwort darauf sein. Jedenfalls gibt es da eine Liste mit sehr erfolgreichen Spieleserien. Und der Yetiwin hat eine Aktion gestartet, bei der wir, also die Gamer, unser Lieblingsspiel aus dieser Reihe nennen sollen. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine sehr coole Idee und ich würde mich da sehr gerne beteiligen. Nun, das habe ich also gemacht. Ich bin die Liste durchgegangen und habe mir überlegt, was ist mein Lieblingsspiel aus dieser Reihe. Es gibt ja auch einige Reihen, da habe ich noch kein Spiel von gespielt oder es ist sehr lange her. Dazu werde ich dann immer einzeln drauf eingehen. Und bei manchen werdet ihr vielleicht denken, hä, wieso ist das denn das Spiel denn dein Lieblingsspiel? Oder wieso hast du diese Reihe noch nie gespielt? Das werdet ihr sicher ein paar Mal denken, denn es sind tatsächlich ein paar Videospielreihen dabei, wo man eigentlich denken müsste, die muss eigentlich jeder gespielt haben, aber ich habe sie leider noch nie gespielt. Bei manchen werde ich es nachholen, bei manchen werde ich eher drauf verzichten. Ja, nichtsdestotrotz, ich werde jetzt anfangen. Beginnen wir also mit der Liste What's Your Favorite Video Game? Ja, Super Mario. Super Mario, da gibt es natürlich eine Menge Spiele, aus denen man auswählen könnte. Ich habe mich für Galaxy 2 entschieden. Galaxy 2 hat mir am meisten Spaß gemacht von allen Mario-Spielen, die ich je gespielt habe. Manche bevorzugen Galaxy 1. Ich kann nicht verstehen, warum. Ich finde, Galaxy 2 ist ein größeres und verbessertes Galaxy 1. Auch wenn Galaxy 1 eine bessere Oberwelt hat, wo man so rumlaufen kann und so, das gefällt mir auch besser. Es hat mir schon seit Mario 64 besser gefallen als so eine Auswahl-Menükarte einfach nur. Trotzdem habe ich hier Galaxy 2 gewählt, denn ja, es ist einfach großartig und bombastisch umgesetzt und gibt viele neue lustige Sachen und außerdem gibt's Yoshi! Und ja, Galaxy 2 rundum ein perfektes Jump'n'Run für die Wii. Castlevania. Ja, zu Castlevania kann ich nicht viel sagen, denn ich habe, ich glaube, kein Castlevania gespielt. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mich für einen der DS-Teile entscheiden. Da habe ich mal
einen Kollegen beim Spielen zugeguckt. Die sind ja so im Metroid-Stil ein bisschen gehalten und mit so Fähigkeiten. Das hat mir gut gefallen. Ich kenne natürlich die Castlevania-Teile, die ersten auch. Habe aber nie selber Hand angelegt, deswegen kann ich da leider nicht so viel zu sagen. The Legend of Zelda. Meine Lieblingsvideospielreihe. Und die von euch, die mich schon lange verfolgen, die wissen natürlich, was jetzt kommt. Ocarina of Time. Ist ganz klar mein Lieblings-Zelda-Teil. Die Nostalgie ist für mich da einfach, die überwiegt. Es ist super. Es ist einfach großartig. Die Musik, die Dungeons, alles ist einfach perfekt. Es ist für mich das perfekte Zelda-Spiel. Und immer wenn ich von jemandem höre, ich habe noch nie Ocarina of Time gespielt, dann gucke ich ihn ganz ungläubig an. Auch wenn jeder natürlich seine Meinung hat und natürlich hat nicht jeder damals die Gelegenheit gehabt, es zu bekommen. Wer das Spiel damals nicht gespielt hat und es heute spielt, wird vielleicht ein bisschen unterwältigt sein, nicht überwältigt. Denn es ist ja, es ist halt eine Standardgeschichte, ne? Zelda wird am Ende entführt und man muss sie retten und die Weisen und die Götter und was weiß ich alles, aber für mich bleibt es einfach das Zelda-Spiel schlechthin. Final Fantasy. Ja, ich habe lange überlegt, was ich wählen soll für als mein Lieblings-Final Fantasy. Ich habe nicht so viele gespielt. Ich habe 7 nicht gespielt, ich habe 10 nicht gespielt und diese beiden gelten in der Final Fantasy Fangemeinde als die besten Final Fantasies. Aber da ich sie nie gespielt habe, kann ich sie leider nicht jetzt hier in meine Bewertung mit reinnehmen. Final Fantasy 13 hingegen haben alle gehasst, die Final Fantasy Fans. Ich habe es gespielt und ich fand es richtig geil. Und deswegen würde ich hier Final Fantasy 13 hinpacken. Auch wenn Final Fantasy 8 bei mir noch in der Auswahl war. Ich habe zwar Final Fantasy 1, 2 und 3 auch gespielt, aber ich bin nicht so der Retro-Freak und habe die deswegen direkt mal ausgeschlossen. Also ich habe mich... Die Entscheidung fiel zwischen Final Fantasy 8 und Final Fantasy 13 und ich habe mich für Final Fantasy 13 entschieden. Ja, Final Fantasy 13 ist mein Lieblings-Final Fantasy. Vielleicht sollte ich 7 und 10 mal nachholen, aber bis jetzt ist es erstmal Final Fantasy 13. Call of Duty. Ja. Einer von euch dürfte jetzt verwirrt sein, denn bis jetzt habe ich es ja so gemacht, dass ich das Videomaterial von meinem Favoriten aus dieser Reihe immer eingebracht habe und ihr seht jetzt gerade das Titelmenü von Black Ops 2. Der Grund dafür ist allerdings, dass wenn man eingibt Title Screen Call of Duty, das als erstes rauskommt. Ich habe einfach das erste Video genommen, ist ja auch so logisch, ist ja das neueste Call of Duty. Ich hasse Call of Duty, deswegen werde ich hier keinen Lieblingsteil wählen. Ich kann solche Shooter nicht ab. Ich spiele Ego-Shooter durchaus. Ich spiele gute Ego-Shooter mit Story und Atmosphäre, so wie Bioshock zum Beispiel. Freue mich auch sehr auf Bioshock Infinite. Aber so Weltkriegs-Shooter und was weiß ich, Söldner-Shooter und allen möglichen kann ich nichts mit anfangen. Call of Duty kann man eigentlich so in eine Tonne kloppen. Das gleiche gilt auch für den nächsten Kandidaten, deswegen werde ich den jetzt direkt hier mit reinpacken. Und das ist Medal of Honor. Ist genau für mich in die gleiche Schiene. Kann ich nichts mit anfangen. Sorry an alle Shooter-Fans und die Call of Duty-Fanboys. Die ganzen 12-, 13-jährigen Kiddies werden mich jetzt alle haten. Aber ich hasse Call of Duty und ich werde es wahrscheinlich immer hassen. Ich werde damit einfach nicht warm. Resident Evil. Ich bin ein Schisser. Ich bin ein Riesenschisser. Ich erschrecke mich, ja, wenn es total ruhig ist und auf einmal geht die Tür auf und ich rechne nicht damit, dann erschrecke ich mich.
Also sind Horrorfilme und Horrorspiele nichts für mich. Nichtsdestotrotz habe ich einige Horrorspiele gespielt und Resident Evil 4 gehört auch dazu. Es ist das einzige Resident Evil, was ich angerührt habe. Deswegen ist es hier mein Favorit. Es ist aber auch ein ziemlich geiles Spiel. Also das muss man schon sagen. Ich spiele es immer gerne mal wieder. Und obwohl ich mein Let's Play ja jetzt entfernt habe, dass ich mal angefangen habe von Resident Evil 4, braucht ihr euch nicht zu fürchten. denn es wird wiederkommen. Ich werde ein Let's Play machen. Ich habe mir nur gedacht, wenn ich jetzt schon so lange nicht Let's Played habe, das Spiel, dann entferne ich es lieber jetzt mal und fange es irgendwann nochmal neu an. Ja. Und dann können wir uns wieder gemeinsam gruseln mit Leon! Resident Evil 4, mein Favorit. Zu Silent Hill kann ich leider nicht sehr viel sagen, denn wie gerade schon erwähnt, ich bin großer Schisser und spiele nicht so viele Horrorspiele und Silent Hill ist eine Reihe, die ich noch nie angerührt habe, deswegen kann ich da leider nichts zu sagen. Sorry. Mega Man, ja, jetzt wird's kontrovers, denn ich wähle die Mega Man Battle Network Reihe als, ja, nicht als mein Lieblingsspiel, aber als meine Lieblingsspielereihe in der gesamten Mega Man Reihe. Das liegt ganz einfach daran, dass ich die Mega Man Jump'n'Runs nie gespielt habe. Battle Network hingegen schon, ich glaube 1, 2 und 3 habe ich gespielt. Hat mir gut gefallen, hat mir Spaß gemacht und deswegen werde ich die hier wählen. Ja, ich kann es nur empfehlen, also wenn ihr euch da noch nicht dran gewagt habt, sind ganz lustige Spielchen. Natürlich kenne ich auch die Jump'n'Runs und so, ich gucke ja gerne Funk Royale, der hat ja die ganzen Mega Man Spiele gespielt. Ich selber könnte mir das aber nicht antun, glaube ich. Das wäre nichts für mich, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Street Fighter und Tekken. Auch hier zwei Spiele, zwei Reihen in einem zusammengefasst, denn da kann ich mich nicht entscheiden, weil ich kenne mich halt nicht so gut mit den Spielen aus. Ich habe mal Super Street Fighter 2 gespielt und auf dem Super Nintendo beim Kumpel Super Street Fighter 4. Ich würde mir gerne die Arcade Edition holen, damit ich Funk macht irgendwann ein Turnier, da würde ich gerne dran teilnehmen und ich will es mir gerne holen, um ein bisschen zu üben. Außerdem wäre es natürlich ein geiles Spiel für ein Battle mit Alex. Aber ja, zu Street Fighter und Tekken generell kann ich nicht sehr viel sagen. Tekken habe ich, glaube ich, gar keins gespielt. Oder habe ich Tekken 4 gespielt? Ich glaube, ich habe Tekken 4 mal gespielt. Bin mir aber nicht sicher. Von den beiden Reihen mag ich Street Fighter deutlich lieber. Und ja, werden wir auch demnächst halt Super Street Fighter 4 Arcade Edition holen. Aber ansonsten, einen Favoriten kann ich jetzt nicht auswählen. Insofern, ja. Gran Turismo. Ja, mit Rennspielen ist es so eine Sache. Ich mag manche Rennspiele, manche nicht. Gran Turismo ist mir zu realistisch. Deswegen, mir ist auch kein Teil in Erinnerung geblieben. Mir ist nur in Erinnerung geblieben, dass ich früher mal beim Kumpel auf der PlayStation oder auf der PlayStation 2 irgendwo Gran Turismo gespielt habe. Ich fand's langweilig. Also auch kein Lieblingsteil hier zu dem Thema von mir. Jetzt kommen wir zu einem Rennspiel, wo ich doch tatsächlich viele Teile von gespielt habe. Mario Kart. Mein persönlicher Liebling ist Mario Kart Wii. Spiele ich immer ab und zu mal wieder.
Und macht schon Spaß, rumzugucken. Mario Kart 7 ist auch ganz witzig. Aber ich wähle hier stellvertretend für die Mario Kart Spiele, die ich mag, Mario Kart Wii. Halo, jetzt werde ich bestimmt auf den Sack kriegen, denn ich kann Halo nicht ab. So ist es nämlich. Nicht so schlimm wie Call of Duty, aber ich kann Halo nicht ausstehen. Und das liegt nicht daran, dass ich keine Xbox habe und deswegen nicht dazu in der Lage bin, die Halo-Spiele zu spielen. Es liegt daran, dass Halo die Shooter-Steuerung auf Konsolen revolutioniert hat. Das verabscheue ich, denn ich hasse Shooter auf Konsole. Ich habe, als ich die PlayStation mir gekauft habe, mir auch Resistance 1 und 2 geholt. Und mal Resistance 1 angespielt. Oh Gott, ist das beschissen, ey. Damit kann man doch nicht zielen. Also okay, vielleicht können manche das mit ein bisschen Übung, aber warum sollte man das mit dem Controller so lange üben, wenn es mit der Maus doch so einfach ist, zu zielen und zu schießen? Also Shooter gehören auf den PC. Und Halo hat die auf die Konsole gebracht. Deswegen, ich mag Halo nicht. Kann mit Halo nichts anfangen. Kann ja sein, dass sie eine gute Geschichte haben, aber aus dem Halo-Film wurde ja auch nichts. Ne? Die können ja die Story von mir aus zum Film machen, dann gucke ich mir den vielleicht an. Aber ne, Halo... Das ist schon... Ja, schon ein ganz spezieller Hass, den ich da habe. Mass Effect, ja, Mass Effect. Ich habe Mass Effect 3 noch nicht durch. Oh, ja, aber was soll ich sagen? Mass Effect ist eine sehr geile Spielereihe und ich wähle Mass Effect 1 als mein Lieblingsspiel, denn es führt einen in das Universum von Mass Effect ein. Es hat noch so ein bisschen einen strategischen Hintergrund, der in Mass Effect 2 irgendwie komplett wegfiel. Also nicht komplett, aber sehr stark zurückgeschraubt wurde. Ja, es hat uns halt ins Mass Effect Universum eingeführt und dafür bin ich Mass Effect 1 sehr dankbar. Und ja, ich liebe Mass Effect. Deswegen, ich werde mich auch bald wieder hinsetzen und den dritten Teil endlich zu Ende spielen. Damit ich komplett auf dem neuesten Stand bin, was Mass Effect angeht. Auch hier werde ich mir den Hass vieler Leute zuziehen. Ich habe nie ein einziges Diablo gespielt. Denn, ich weiß es nicht, es hat mir nie gefallen. Ich glaube, ich habe eins oder zweimal angespielt, aber es war nichts für mich. Und, deswegen, ich würde hier Diablo 2 nennen, weil es das einzige ist, was ich gespielt habe, auch ein bisschen länger. Aber, generell... Nicht so mein Fall. Uncharted, ja. Auch noch nie gespielt. Keinen von den Teilen. Aber die Uncharted-Trilogie liegt bei mir im Amazon-Einkaufswagen. Werde ich mir demnächst besorgen. Und durchspielen, habe ich Bock drauf. Aber kann im Moment jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dazu leider kein Statement abgeben. Tomb Raider. Schwieriges Thema. Nicht so viele Teile gespielt. Das Einzige, was ich dazu in Erinnerung habe, ist der erste Teil. Ja, den würde ich dann hier zu dem Zeitpunkt auch nennen. Das Remake habe ich auch mal ganz kurz angespielt vom ersten Teil. Anniversary ist das, glaube ich, ne? Was soll ich sagen? Das ist das einzige Tomb Raider, was ich gespielt habe, also werde ich es hier
als mein Lieblings-Tomb Raider in Anführungszeichen jetzt mal nennen. Ja, mit Hitman ist das so ähnlich wie mit Tomb Raider. Habe ich auch nur den ersten Teil gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Deswegen nenne ich ihn hier an dieser Stelle. Das neue Hitman ist ja gerade raus. Vielleicht werde ich es mal anspielen und gucken, wie es ist. Und dann die alten Teile nachholen. Ja, ich fand den Kinofilm ganz cool. Den Hitman-Film. Der war ganz cool gemacht. Ansonsten kann ich leider nicht so viel zu Hitman sagen. Prince of Persia, na da kann ich aber zu sehr viel zu sagen. Prince of Persia 1 war das erste Videospiel, was ich jemals gespielt habe für DOS, das. Aber ich wähle hier The Two Thrones. Aus der Sands of Time Trilogie ist das mein Lieblingsteil und auch insgesamt würde ich sagen, ist das mein Lieblings-Prince of Persia. Es hat einfach so gebockt. Die dunkle Seite des Prinzen war so witzig und die Geschichte einfach geil abgerundet, beendet. Ja, beendet, ne? Bis sie dann doch sich dazu entschieden haben, einen weiteren Teil zu machen. Okay, es war ein Prequel oder so ein Zwischending, aber trotzdem. Die hätten es bei der Trilogie belassen können, finde ich. Die war gut abgeschlossen, die hätten es ja nicht mehr anrühren müssen. Haben sie doch getan. Ich finde Two Thrones ist mein Favorit. Metroid, auch so ein Fall, wo ich nicht so viele Spiele gespielt habe. Ich habe Metroid Prime 3 mal angespielt. Und dann habe ich mir die Metroid Prime Trilogy geholt, von der ich nur Metroid Prime 1 mal angefangen habe. Und ich weiß nicht, war aus irgendeinem Grund nicht weitergespielt. Deswegen würde ich würde aber Metroid Prime 1 hier als mein Lieblings-Metroid nennen. Es war, hat schon gebockt, also das Ego-Shooter auf der Wii. Die funktionieren auf der Konsole, die Shooter. Anders als auf der PlayStation und auf der Xbox. Die machen Spaß, denn da ist es wie mit der Maus. Da kann man punktgenau zielen mit der Wiimote. Das hat Sinn gemacht und es hat auch Bock gemacht. Aber, naja, Metroid Prime 1. Gears of War. Halten wir es kurz und knapp. Nie gespielt, kann ich nichts zu sagen. Höre ich nur Gutes drüber. Wenn es nicht, ich glaube, die letzten beiden Teile sind Xbox-exklusiv. Wenn das nicht der Fall wäre, hätte ich es mir bestimmt irgendwie für die PlayStation geholt. Aber da es nur für die Xbox erhältlich ist, werde ich diese Trilogie wohl nie anrühren. God of War. Nie gespielt. Tut mir leid, ich habe viele Reihen nicht gespielt. God of War mal angespielt. God of War 3, glaube ich. War fett. Und ich werde mir die Trilogie und die Zusatzteile für die Plays, ich werde mir die Teile schon alle holen und auch spielen. Also, da habe ich schon Bock drauf. Ich muss es unbedingt nachholen. Schande über mein Haupt, dass ich es noch nicht gespielt habe. Aber, ja, ich kann da jetzt auch keinen Favoriten nennen. Donkey Kong. Ja, jetzt kommen wir doch mal zu den guten Spielen. Nein, okay, wir haben schon ganz viele gute Spiele gehabt. Aber Donkey Kong, die Donkey Kong-Reihe, ich liebe sie über alles. Und Donkey Kong Country 2
unschlagbares Jump'n'Run. Einfach perfekt, besser geht's nicht. Bonus-Level, super tolle Nebencharaktere, kreative Feinde, super kreative Level, guter Schwierigkeitsgrad, geile Musik, geile Atmosphäre, einfach rundum ein perfektes Jump'n'Run. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich liebe es. Metal Gear, schon wieder eine Reihe, die ich nicht angerührt habe. Da ich früher keine PlayStation hatte, jetzt habe ich eine, ich könnte die Teile alle nachholen. Was ich aber so darüber höre, von wegen stundenlange Cutscenes, das ist nicht so mein Fall. Ich liebe gute Geschichten in Videospielen und ich habe auch nichts gegen Cutscenes. Aber was ich so gehört habe, man muss Metal Gear wohl mögen, um es zu mögen. Klingt das jetzt blöd? Ich könnte mir nicht vorstellen, einen Schritt zu gehen und dann muss ich wieder für eine Stunde den Controller zur Seite legen, weil da eine Cutscene läuft. Das will ich nicht und deswegen wird Metal Gear wohl auch nichts für mich sein. Hat wohl seine Richtigkeit, dass ich diese Reihe noch nicht angerührt habe. GTA. Ja, GTA habe ich gespielt. Alle Teile, glaube ich. Obwohl, nee, GTA 1 habe ich gespielt. 2 habe ich nicht gespielt und Vice City habe ich nicht gespielt. Ja, ich habe von vielen gehört, Vice City soll das Beste sein. Ich wähle hier aber San Andreas. San Andreas ist riesig. Es bockt mich einfach sehr. Auch wenn ich nicht so der Hip-Hop-Fan bin. Und dieses ganze Gangster-Gehabe eigentlich nicht so haben kann. Passt es doch sehr in dieses Spiel rein und es macht mir Spaß, als CJ zu spielen und diese ganzen Sachen so zu erleben. San Andreas ist ein großartiges GTA und wird wohl mein Lieblingsteil bleiben. Ich weiß nicht, wie 5 wird, sieht fett aus, freue ich mich auch drauf, werde ich mir auch holen, aber ich denke, San Andy hat immer einen Platz in meinem Herzen. Ja. Assassin's Creed. Gerade erst den dritten Teil durchgespielt. Super geiles Spiel, aber ich entscheide mich an dieser Stelle für Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2 ist einfach super geil. Ich habe den ersten Teil gespielt, war super enttäuscht. Man macht immer das Gleiche und die Geschichte war geil und der Plot-Twist am Ende war auch super. Ich mochte auch Altair als Charakter, aber es hat mir einfach... Es wurde so gehypt, seit ich den ersten Screenshot von Assassin's Creed gesehen habe und worum das Spiel sich handeln soll und so. Ich war super gehypt und dachte, das wird ein geiles Spiel. Und dann kam da dieser ganze Animus-Kack und Desmond und so. Das war mir dann ein bisschen too much. Auch in den anderen Assassin's Creed-Teilen interessiert mich die Desmond-Geschichte jetzt nicht so wirklich. Ich will mehr in die Vergangenheit und die Vorfahren alle kennenlernen. Und Ezio ist ein echt... sympathischer Charakter und ich hatte viel Bock mit ihm zu spielen und ich hatte auch, mir hat es sehr gefallen, die Geschichte, wie er vorgestellt wurde und so. Also Assassin's Creed 2 ist mein Favorit. Need for Speed. Ja, ich habe ja zu Rennspielen schon meinen Senf abgegeben. Need for Speed ist eine Reihe, habe ich auch nicht viel gespielt, aber Most Wanted war schon richtig geil und ich habe es schon gesuchtet, als ich es dann hatte. Und ich rede jetzt nicht vom neuen Teil, der jetzt rauskommt oder was schon rausgekommen ist. Ich rede vom Original Most Wanted aus dem Jahre 2005. Das war richtig fett und die Blacklist da hochzufahren. Das hat Spaß gemacht. Die Cops waren richtig nervig.
die Missionen gegen Ende hin zum Kotzen, also das zu schaffen, das war schon ein bisschen schwer, aber ich habe es gepackt und es hat definitiv sehr, sehr viel Spaß gemacht. Oh, und was ich noch dazu packen wollte, war eigentlich der nächste, die nächste Reihe, die hier auf der Liste steht, nämlich Burnout. Zu Burnout kann ich gar nichts sagen, deswegen verschwenden wir da nicht so viel Zeit. Ja, Star Wars ist hier aufgeführt. Star Wars als Videospielreihe aufzuführen macht schon Sinn, denn es gibt so viele Videospiele von Star Wars, dass es tatsächlich als eine eigene Videospielreihe gelten kann. Und deswegen, wofür entscheide ich mich denn? Ich nehme Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Academy. Nee, Jedi Knight 3 Jedi Academy. Das hat mir besonders viel Spaß gemacht und sehr nostalgisch. Hat einen geilen Multiplayer. Also ich meine, komm, was gibt's Besseres als im Multiplayer mit Lichtschwertern sich gegenseitig platt zu kloppen? Ja, Republic Commando kann ich hier auch noch nennenswert erwähnen. Ist ein Shooter, wo ich schon ein bisschen über Shooter abgelästet habe. Aber hat auch sehr viel Spaß gemacht, hat auch eine coole Geschichte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und es gibt noch unzählige Star Wars Spiele, die ich jetzt hier aufzählen könnte, aber ich sag einfach, mein Lieblingsspiel ist Jedi Academy. The Elder Scrolls. Ja, was werde ich hier wohl nehmen? Natürlich Morrowind. Nein, nicht Skyrim. Morrowind. Skyrim, das ist einfach zu überhyped, finde ich. In meiner Meinung, ich weiß es nicht. Ich meine, Oblivion fand ich schon kacke und Skyrim hat mir nicht viel gebracht. Ich habe gespielt ein paar Stunden lang und ja, irgendwann habe ich einfach die Lust verloren. Ja, es ist gigantisch, ja, es ist riesig, aber ich bleib bei Morrowind. Morrowind ist genauso riesig und macht mir einfach mehr Spaß. Also, vielleicht kann ich mit der Eislandschaft in Skyrim nichts anfangen. Ich weiß es nicht. Aber Morrowind ist hier eher mein Lieblingsteil. Fable ist hier aufgeführt, vielleicht stellvertretend für viele Rollenspiele. Gothic ist übrigens nicht als Reihe hier vertreten, deswegen, sonst hätte ich hier Gothic 2 reingepackt. Kann ich ja mal nur so am Rande erwähnen, Gothic 2 ist mein Lieblings-Gothic-Teil. Aber es geht hier um Fable. Nun, die Wahl fällt nicht schwer, nicht wahr? Fable 2 und 3 sind der letzte Rotz. Bleibt nur noch Fable 1. Fable 1 war ein fantastisches Rollenspiel. Ich weiß nicht, was Molyneux da geritten hat, das so zu kaputt zu machen in Fable 2 und vor allem in Fable 3. Und jetzt mit diesem scheiß Kinect-Fable. Ey, was zur Hölle? Macht wieder so ein Spiel wie Fable 1. The Lost Chapters. Das war großartig. Ich liebe es und werde es wohl mal wieder rauskramen müssen. Vielleicht sogar als Let's Play, wer weiß. Es bockt einfach. Man kann halt so viel machen, auch so viel Unnötiges, aber es hat halt Spaß gemacht. Und ja, wie auch in vielen Videospielen war mir hier die Geschichte besonders wichtig und auch hier wurde sie sehr gut erzählt. Splinter Cell. Da wähle ich Chaos Theory als meinen Lieblings-Splinter Cell-Teil, denn ich weiß gar nicht genau warum. Die ersten drei Teile sind sich alle relativ ähnlich. Der vierte Teil hat dann viel anders gemacht und der fünfte Teil erst recht. Und der sechste, der jetzt kommt, wird auch wieder viel anders machen.
Ich glaube, ich wähle Chaos Theory, weil ich meine, mich zu erinnern, dass da die besten Sprüche von Fischer drin sind. Also, was er da manchmal ablässt, wenn er Leute verhört, da musste ich echt richtig lachen. Und ich weiß nicht, die Geschichte hat mir da auch am besten gefallen. Auch wenn es so die 0815 Spionagengeschichten immer sind, aber ja, weiß ich nicht. Ich fand's am besten. Und deswegen, ja, wähle ich Chaos Theory. Mario Party, eine der erfolgreichsten Videospielreihen. Interessant. Was nehme ich denn da? Mario Party 3. Warum? Weil wir ein Battle davon aufgenommen haben. Meine Güte, es gibt so viele Mario Partys, ich weiß gar nicht, welche ich gespielt habe, welche ich nicht gespielt habe. Deswegen, ich wähle Mario Party 3, weil Alex und ich das auf dem BLP-Atzen-Kanal als ein Battle aufgenommen haben. Ja, mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen. Pokémon, ja, da muss ich ein bisschen überlegen. Ich bin von Anfang an dabei, was Pokémon angeht. Also hätte ich vielleicht aus nostalgischen Gründen Pokémon Rot und Blau wählen können, weil das die ersten waren, die ich jemals gespielt habe, vor allem Blau. Oder aber Gold und Silber, weil es halt den größten Umfang hat, also dass man danach noch eine zweite Region besuchen durfte. Das gibt es, glaube ich, in keinem anderen Pokémon-Spiel. Ich wähle aber Pokémon Saphir. Als die dritte Generation rauskam, habe ich es mir geholt und ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich immer schön im Sommer auf dem Balkon gesessen habe, bei Sonnenschein und Saphir gespielt habe. Die dritte Generation ist auch meine Lieblingsgeneration, also viele tolle Pokémon und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deswegen wähle ich hier Pokémon Saphir. Sonic, was kann ich zu Sonic sagen? Ich nie in Sonic gespielt. Oh doch, klar, ich habe das erste Sonic, Sonic the Hedgehog, auf meinem Handy. Also nenne ich das vielleicht? Ja, nenne ich Sonic the Hedgehog das allererste. Mortal Kombat. Schwierig. Das Problem dabei ist, dass ich mich nicht erinnern kann, welchen Teil ich gespielt habe. Ich glaube den zweiten. Irgendwann mal beim Kumpel. Ja, war ganz witzig, den Leuten das Rückgrat rauszureißen, aber ich bin jetzt auch nicht so der Gore-Fan, deswegen hat mich das jetzt nicht so gereizt, aber wer es mag, ich mag es nicht, also, aber ich nenne hier mal Mortal Kombat 2. Ja. Und als allerletztes die Sims. Ja, da ist ja voll klar, ich wähle die Sims 2. Denn mit die Sims 2 hatte ich so viel Spaß. Ey, das glaubt ihr nicht. Was man da für eine Scheiße machen kann, das ist so unfassbar. Und ich habe so viele lustige Stunden mit diesem Spiel verbracht, mit Kumpels zusammen eine WG aufgebaut in die Sims und dann immer abwechselnd gespielt. Und ich sorge dann immer dafür, dass alle vernünftig sind und alles sauber ist. Und dann kommt mein Kumpel und kümmert sich nur um seinen Charakter, dass der gut im Gitarre spielen wird und alles andere wird vernachlässigt, das Klo ist verstopft, in der Küche brennt und was weiß ich, keine Ahnung, die Leute im Haus verhungern alle, weil sie auch natürlich zu blöd sind, sich selber was zu essen zu holen, und er steht da in der Ecke und spielt Gitarre, also ja, viele witzige Erinnerungen mit die Sims und hat schon sehr viel Spaß gebracht. Und das war sie nun, diese Liste. Ja, das waren meine Lieblingsspiele aus diesen Reihen, wenn ich denn eins hatte. Und ja,
Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Let's Plays kommen bald wieder. Ich will nicht sagen wann, weil ich nicht weiß wann. Ja, das ist halt immer so ein bisschen ärgerlich, aber was soll ich dazu sagen? Ja, schreibt mir in die Kommentare, ich werde die Liste in die Videobeschreibung posten, schreibt mir in die Kommentare, was eure Lieblingsspiele sind aus diesen Reihen, oder macht selber eine Videoantwort, postet sie aber nicht hier, postet sie dann auch bei YetiWin. Da werden die Videoantworten hier alle gesammelt. Insofern, danke fürs Zusehen, wir sehen uns hoffentlich sehr bald wieder. Auch auf dem Battle-Kanal. Ich habe mal geguckt, das letzte Battle-Video ist wirklich über ein Jahr her. Da muss mal langsam wieder was kommen. Wir werden schauen, dass wir das da regeln können. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald hier wiedersehen mit regelmäßigen Let's Plays dann. Bis dahin macht's gut und haut rein.